Liebe Gemeinde, ich, euer Kardinal Wölki, bin heute unter euch gekommen, um euch verlorene Schafsköpfe wieder für die katholische Kirche zu begeistern. Auf Anraten meines PR-Beraters beginne ich mit einem humorvollen und spritzigen Warm-up. Für diesen Tipp habe ich meiner PR-Agentur 200.000 Euro bezahlt, Geld, das ich genauso gut der Welthungerhilfe hätte spenden können. Also gebt euch gefälligst Mühe. Nun denn, seid ihr gut drauf? Seid ihr richtig gut drauf? Seid ihr tierisch gut drauf? Ja, das ist Sünde und das werde ich euch wieder austreiben. Wo kommt ihr denn her? Wo kommst du denn her? Aus Duisburg, das ist die falsche Antwort, darauf habe ich keinen Gag. Und du, wo kommst du her? Aus Düsseldorf, das ist zufälligerweise die richtige Antwort, denn dann kann ich sagen, und da bist du hierher gekommen, ja, aus Düsseldorf wäre ich auch geflohen. Ja, jetzt müsst ihr lachen, das ist ein Gag. Wer über meine Witze nicht lacht, wird im ewigen Höllenfeuer schmoren. So, genug aufgewärmt. Wir kommen jetzt zu den zwei Top-Argumenten für die katholische Kirche, damit auch die Dümmsten unter euch wieder in die Kirche eintreten oder eben drin bleiben. Das erste Argument, die Liebe. In der Gemeinschaft der katholischen Gläubigen wird man von seinem Nächsten geliebt. Gut, manchmal mehr als einem lieb ist. Aber wir tun dort nun wirklich alles, um die Gläubigen vor den hochnotgeilen Priestern zu schützen. Dann geht doch mal in die Kirchen. Was glaubt ihr denn, wozu wir an den Beichtstühlen diese Gitterstäbe haben? Mehr Schutz vorm Priester geht nicht. Aber nun, das allerwichtigste Argument, das ewige Leben. Es gibt nur einen Himmel und der ist katholisch. Sonst gäbe es ja zwei oder drei oder vier Himmel. Ist ja Quatsch, merkt ihr selber. Und es gibt auch nur ein Geschlecht mit einem direkten Draht zum Himmel. Und der reimt sich eben nicht auf Scheide. Da kann sich Maria 2.0 auf den Kopf stellen und mit den Eierstöcken wackeln. Wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Und damit meine ich nicht nur die doofen Weiber. Das hier geht raus an all die erbärmlichen Moralapostel. Wir wissen, wo euer Auto steht. Und wir haben Beziehungen zu höchsten Kreisen in Italien, zu Leuten, die sich schlecht benehmen können. Also reißt euch gefälligst zusammen, ihr verdammten Heiden, und tretet in die Kirche ein, bevor es zu spät ist. Denn wir können auch anders. Dass wir die Scheiterhaufen abgeschafft haben, heißt ja nicht, dass wir sie nicht wieder einführen. Und dann zünden wir euch eure Missbrauchsakten unterm Arsch an, bis ihr wieder angekrochen kommt. Aber dann ist es zu spät, mein Sohn. Dann kommt die Inquisition. Denn wer den Wölki kritisiert, wird in Fitten, Fritten, Fett frittiert. Der war gut. Tritra, Trollala, Ketzer sind zum Braten da. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich aufgesetzt bin. Vielen Dank, Susanne Petzold. Oh, hallo. Wenn ihr mehr von den Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder klickt hier oder da oder hier oder ihr wisst schon.